kann das sehr gut verstehen, wie schwer das ist, vom Alkohol wegzukommen. Weißt du, was ich für Schwierigkeiten habe? Mir immer mal wieder das Rauchen abzugewöhnen. Allerdings. Na, Papa, schon weitergekommen? Verschwinde. Hans ist zurzeit wirklich ganz gut bei mir. Exzesse hat es schon seit Monaten nicht mehr gegeben. Obwohl das eine ganz beschissene Situation für ihn ist. Im Grunde ist er immer nur auf Warteliste. Gerade, dass er mal die notwendigen Flugstunden zusammenkriegt. Dann kannst du da nichts machen? Immerhin ist er einer deiner besten Freunde. Ja, das weiß ich, Vera, aber das ist sehr schwer. Hans braucht dringend wieder einen festen Job. Er muss einfach wissen, wo er hingehört. Ich bin sicher, wenn er ständig Arbeit hat, wird es keine Rückfälle mehr geben. Ich bewundere ihn, dass er das geschafft hat. Muss euch viel Kraft gekostet haben. Und wie viel Kraft das immer noch kostet. Ich kann dir sagen, das ist ein ständiger Kampf. War ein schöner Abend, nicht? Du hattest eine kleine Hilfe mit, stimmt's? Und Carsten glaubt so an dich. Ja, verdammt nochmal, das weiß ich selber. Aber es macht offensichtlich keinen besonderen Eindruck auf dich. Hör bitte auf, ja? Immer wenn's kritisch wird, soll ich aufhören. Und du selber kapitulierst auch immer, wenn's kritisch wird. Warum willst du überhaupt noch ein Pilot sein? Such dir einen Job, bei dem es nicht drauf ankommt. Halt an. Halt sofort an! Nein, diesmal nicht. Wolf hat dich gebeten, morgen vorbeizukommen. Sicher hat er etwas für dich. Und wenn du jetzt aussteigst, dann landest du in der nächsten Kneipe. Und morgen bist du todkrank.